Hallo meine lieben Leute, heute gibt es wieder ein ganz besonderes Video und wie man sieht, werde ich das vierte Kapitel von meinem in der Psychose geschriebenen Buch weiterlesen. Und das heutige Kapitel ist sehr spannend, was ich natürlich komplett geglaubt habe alles. Und das will ich euch jetzt näher bringen, indem ich euch diese Geschichte, dieses Kapitel vorlese. Also, seid gespannt. Kapitel 4, das Multiversum. Für die Leute, die öfter über das Multiversum philosophieren, wird das hier sehr inspirierend sein. Also stellen wir uns mal vor, dass beim Urknall nicht nur ein Universum, das sich ausdehnt, entstanden ist, sondern unendlich viele. Klingt ja eigentlich ganz plausibel, ne? Das kann ich auch kurz erklären. Hawking war das, der gesagt hat, dass das Universum aus einer Singularität entstanden ist, aus einem unendlich kleinen Punkt. Und ja, okay, machen wir weiter. Wenn es unendlich Universen gibt, muss es alles geben. Das würde heißen, dass jede Serie und jeden Film, wie zum Beispiel Harry Potter oder Rick and Morty, echt nur in einem anderen Universum geben wird. Das ist spannend, weil darum habe ich das alles geglaubt, weil ich habe so viel im Kopf. Da spielt die Scheiße in den Kopf. Okay. Heute bin ich gut drauf. Dialekt reingerutscht. Auf jeden Fall weiter geht's, liebe Leute. Aber was ist dann die Gefahr, wenn es alles gibt? Richtig, es würde dann unendlich Gutes, aber auch unendlich Böses geben. Da kann ich euch eine lässige Geschichte dazu erzählen. Weißt du, das mache ich vielleicht irgendwann, aber das will ich jetzt nicht heute erzählen. Will ich jetzt nicht. Nee! Na, passt schon. Irgendwann werdet ihr es erfahren. Schreibt es in die Kommentare, wenn es euch so reizt, dass ich es euch schneller erzählen muss. Also, es würde dann unendlich Gutes, aber auch unendlich Böses geben. Das haben wir schon gehabt. Schon mal dran gedacht? Fragezeichen. Mich persönlich hat mein Freund Captain Peng mit seinen Rätseln damit inspiriert. Ja, so eine Musik wie von Captain Peng kann ziemlich inspirierend sein, aber wenn man eine Schizophrenie hat und so, ist schwierig. Und so, jetzt hört es mal rein, es macht echt geile Musik, mir gefällt es. Ich höre es immer noch, aber teilweise schon ziemlich getriggert und in einer Schizophrenie, da spielt ja alles eine Rolle. Okay. Gut, jetzt wissen wir, was hier los ist. Ich wurde zwar von vielen Wesen getestet, aber jetzt kämpfe ich für das Lichtvolle, also die gute Seite. Ja, ich bleibe sowieso immer auf der Lichtseite. Ich meine, die Schatten muss man auch bestrahlen. Einfach Liebe, Liebe, Liebe und alles wird gut. Man braucht dann nur etwas Liebe. Freut euch aufs nächste Kapitel. Heute bin ich gut drauf. Und wenn ihr auch gut drauf seid, lasst ein Abo und ein Like da. Und schreibt irgendwas in die Kommentare. Wirklich, schreibt irgendwas in die Kommentare. Nicht irgendwas, sondern irgendwas. Na, Spaß ist. Leute, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Viel Spaß dabei. Haut rein. Und Peace out, Freunde.